Hallo Welt, da sind wir wieder in Herodes. Und es geht zum Büchsenmacher. Mister? Well, hello there. Madam? Hello, Mister. Wir können doch bestimmt unsere Waffen verbessern. What can I offer you? Ah, was haben wir denn da? Den Kettleman-Revolver, einen Repetier-Karabiner und die abgesägte Flinte haben wir, die doppelläufige Flinte auch und die Pump-Action-Flinte, ein Jagdmesser außerdem auch noch. Ach. Ich hatte mal mit was anderem gerechnet. Dann gucken wir uns den Katalog doch mal an. Da, wieso haben wir das Ding da nicht? Varmint-Gewehr. Bestens geeignet für kleine Tiere, glaube ich. Sold a few of those to some very discerning customers. Varmint-Gewehr von Lanchester. Kostet uns nichts. Ein Repetiergewehr für die ganze Familie. Die Hersteller des weltberühmten Lanchester-Gewehrs produzieren seit kurzem das beste Varmint-Repetiergewehr mit Kaliber 22 und Pump-Action-Mechanismus, das derzeit erhältlich ist. Es wird mit größter Sorgfalt und nur aus den besten Materialien hergestellt. Ich habe gehört, dass der Salesman Virgil Fish something. And the Yankee sympathizing is the least of it. Höfe werden heutzutage von allen möglichen Schädlingen und Ungeziefer heimgesucht und das Lanchester-Varmint-Gewehr macht, begleitet von einem schallenden Knall, kurzen Prozess mit ihnen. Feuern Sie es einmal selbst ab und Sie werden feststellen, dass es Ungeziefer mit einer Effizienz beseitigt, die kein anderes Kleinkalibergewehr auch nur annähernd erreicht. I'd keep away from the butcher's sausage. There's a reason he keeps the price so low. Der Albtraum jedes Ungeziefers. Es ist das perfekte Gewehr für die Beseitigung von Opossums, Murmeltieren, Stinktieren, Wieseln, Eichhörnchen, Kaninchen, Haussperlingen, Wanderdrosseln, Staren, Krähen, Tauben, Erdhörnchen, Biberratten, Präriehunden, Fledermäusen, Kojoten, Stachelschweinen, Fröschen, Ratten, Mäusen, verwilderten Katzen, Bibern, Chinchillas, Adlern, streunenden Hunden, Schlangen, Dachsen und allen anderen Tieren, die sich als Ärgernis erweisen, wegen ihres Fells oder Gefieders begehrt sind oder als Abendessen dienen sollen. Das perfekte Vater-Sohn-Gewehr. Für alle ab 5 Jahren. Jasper Humbard hat uns vor kurzem bei seiner Nachbestellung von Kaliber 22 Munition für das Varmint Pump Action Gewehr folgende Nachricht geschickt. In unserer Scheune hatte sich eine Waschbärenfamilie eingenistet und zum Teufel nochmal sämtliches Futter verunreinigt, das wir dort für den Winter gelagert hatten. Ich habe bei Ihnen zum Geburtstag meines Jungen das Lanchester-Varmint-Gewehr bestellt und hatte eines Nachts genug davon, mir das Treiben dieser Waschbären noch länger anzuhören. Ich habe meinen Jungen mit dem Knall dieses Gewehrs vor seinem Fenster geweckt, woraufhin er rausgerannt kam und wir gemeinsam zur Scheune gegangen sind. Ich habe ihm gesagt, er soll das Licht ausmachen und wir haben gewartet, bis wir gesehen haben, wie sich der Mond in ihren kleinen Knopfaugen spiegelte. Ich sag Ihnen, er hatte einen Heidenspaß daran, die gesamte Waschbärenfamilie zu erschießen. Dann habe ich mich daran erinnert, dass es bei meinem ich versuche, meine Geschichte zu erzählen, sei endlich ruhig, dass es bei meinem Paar immer gekochten Waschbär mit Süßkartoffeln gab und uns in dieser Nacht ein verdammtes Festmahl zubereitet. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie mir dieses großartige Gefähr empfohlen haben. Es gibt nichts Besseres. Garantiert und effektiv. Keine Sprengung des Laufes.
Andere Anbieter handeln mit minderwertigen Versionen dieser Waffe, die nur geringen Qualitätsstandards unterliegen und dafür bekannt sind, Ladehemmungen zu haben, zu verdrecken, an Genauigkeit einzubüßen und den Anwender durch gesprengte Läufe auf Lebenszeit zu verstümmeln. Setzen Sie sich einen Anblick, setzen Sie nicht den Anblick Ihrer Liebsten aufs Spiel, indem Sie ein minderwertiges Modell kaufen. Wir sind in der Lage, Ihnen dieses erstklassige Produkt zu einem Preis anzubieten, der 50% unter dem anderer Handelshäuser liegt. Beehren Sie uns mit Ihrer Bestellung und wir versprechen Ihnen, Sie werden jedes Mal, wenn Sie den Abzug dieses Gewehrs drücken, derart begeistert sein, dass Sie nach Möglichkeiten suchen werden, noch viele weitere Gewehre, Flinten und Pistolen zu bestellen. Where's my cut, huh? Wir verbürgen uns in jeglicher Hinsicht für jede Waffe aus unserem Sortiment. Unsere verbindliche Rückerstattungsgarantie besagt deshalb, dass wir Ihnen dieses Pump-Action-Gewehr zusenden werden und Ihnen Ihr Geld zurückerstatten, falls Sie nicht vollkommen zufrieden damit sind. Eines Tages. I've heard some unsavory things about that salesman, Virgil Fish, something. And the Yankee sympathizing is the least of it. Weniger Unfälle durch unbeabsichtigte Schüsse. Durch den angebrachten Sicherungsriegel bietet es nahezu umfassende Sicherheit und beugt den meisten Gefahren durch unbeabsichtigte Schüsse auf Angehörige oder Freunde vor. Es verfügt garantiert über maximale Leistungsfähigkeit und weist bessere Ergebnisse auf als jede andere Einzellaufwaffe. Der Patronenauswurf und das Nachladen dieses Gewehrs erfolgen durch eine gleitende Bewegung des Unterarms, die mit nur wenig Kraftaufwand verbunden ist. Es gibt auf dem Markt unter Garantie kein besseres Gewehr dieses Typs. Es ist eine absolut hochwertige Waffe, der kein Nachbau das Wasser reichen kann. Und deswegen werden wir sie kaufen jetzt für $0. And the Yankee sympathizing is the least of it. Chose well. Und wir werden sie verbessern. Wir werden erstmal ein cooles Zielfernrohr draufschrauben lassen. Dann werden wir zurückgehen. I can rifle the barrel for you if you'd like. Und werden die Reichweite verbessern. Außerdem brauchen wir, glaube ich, kein Visier, oder? Oh, dadurch wird die Genauigkeit aber noch genauerer. Zielfernrohr haben wir. Oh, das verbessert das Gewehr nicht, das lassen wir also. Moment mal, war da nicht was mit dem Drall? Konnte man da nicht auch noch was verbessern? That could really shine with some carbon in it. Ah, das muss nicht sein, das muss nicht sein. Da. Always good to have a full stock on ammunition. Wir haben schon voll viel Munition dafür. Prima. Dann wollen wir unsere Waffen. Okay. Auch die anderen Waffen noch anpassen. Erstmal reinigen. Looks like you're taking care of that weapon. Good to see. Weapon's only as good as its stock. Got some fine ones cut just for it. Oh, das haben wir schon verbessert. Das haben wir schon. Alles verbessert schon. Aber man weiß es nicht. Das Visier bestimmt, ja. Na, ja, das muss ja nicht sein. Lederschutz ist drauf.
Make sure you got enough rounds for it. That's great. Na, das können wir nur dekorieren, okay, dann wollen wir das nicht. So, einmal reinigen hier den Revolver. Well, if that gun ain't shining, glad you take care of what's yours. Hey, you know that gun could use a few choice parts. Really make us sing. Teuer, oder? That's a wise investment. Verbesserter Drall, schaden kann's ja nicht. That'll help, I'm sure. Always good to have a full stock on ammunition. Na, jetzt müsste man wissen, Expressmunition, was das ist. Ja, wir lassen das erstmal. That gun seems to be well taken care of. I can improve the accuracy of that, you know. Ja, so sehr können wir das Ding gar nicht verbessern, also sind wir ziemlich schnell damit fertig. Make sure you got enough rounds for it. Doppelläufige Flinte, das hatten wir doch bestimmt ganz am Anfang, oder? Ach, das braucht nicht unbedingt. Ja, ich denke. Ah, ich denke, ich bin ganz zufrieden mit dem. Ach so. Auf dem Schulter, auf dem Rücken tragen. Na gut. Leider, leider, leider können wir unseren Bogen nicht verbessern. Hello. Hey, friend. Hey, mister. Hello. Hey, y'all. Hello. Why, hello there, sir. Howdy, partner. Ma'am. Hello. I always say, manners cost nothing. Is that so? Mister? Hey. Hey, partner. Hey there. Gentlemen. Yeah, hello there. Howdy. Hello, sir. Well, howdy now. This is turning into one of them days. Mm-hmm. Na, das ist aber voll hier bei euch. Anyway, all the best to you. You take care now. Has anyone seen an Englishman called... Hey there, partner. Hello. Howdy. Well, hello there. How are you, ma'am? How do you do? Ja, ich denke, dann bringen wir das restliche Geld hier auf die Bank, dann kann es für uns arbeiten. Hey, partner. Hello there. Good day to you. Evening, sir. Evening.
Evening, mister. Good evening, sir. Wo können wir das Geld? Looks like hard work. My pa raised me to work, so I do. Can I help you with something? Well, good luck to you. So long. Geld einzahlen. Wo kann ich denn... Kann ich kein Geld einzahlen? Das ist eine Uhr. Ich dachte, das wäre ein Telefon. Ein Fernsprechgerät. An. Ein Zigarettenbild. Berühmte Revolverhelden und Gesetzlose. Bild 5. Das ist vollkommen klar. Falco Hernandez. Berühmte Revolverhelden und Gesetzlose, Bild 5. Frank Heck, Otis Miller Jungs, Jack Hall Bande, Butcher Brüder, Falco Hernandez haben wir jetzt, Slim Grant, London Ricketts, Black Bell, Billy Midnight und Emmett Granger, Jim Boy, Calloway, Bart Love. Es fängt an zu regnen, wir müssen uns beeilen. Hey, du bist ganz nass. What a bunch of nonsense. You know what I eat more than being drunk? Is all the drunks? Have a nice evening. What am I doing? You have a good evening. Good evening. Good evening, sir. Hey, fellas. Evening. Good day so far? Mm-hmm. I have not been good at all, unfortunately. Lawman always has a solution. Hello there. Howdy, fellas. Oh, hello. Hello there. You remind me of a feller I used to know. Good evening to you. Well, hello there. Oh, wir haben alle gegrüßt. Gucken wir mal, ob wir hier irgendeinen Brief oder so etwas haben. Kopfgeld bezahlen? Got some bills to pay, huh? $50 in Le Moyne. Naja. All right, I'll put the word out. You got killed in the road. Seems to have them all shook up. Bye. Hey there. Hello there. This won't be long. Run up a tab now, have we? We've got to stop meeting like this. Jetzt müsste doch, nachdem wir das Kopfgeld bezahlt haben. Ja, im Blackwater, das können wir noch nicht bezahlen. Huh? So viel haben wir wahrscheinlich nicht. Aber die Grenze ist wieder offen. Hier war doch alles rot vorher.
Thanks, partner. Krasses Wetter. Wir bleiben lieber drin. Moment, kann man... Habt ihr ein Hotel hier? Oh, ich weiß schon. Das Hotel, in dem wir am Anfang mal ausgeraubt wurden, oder? Ja, das war kein Hotel. Ich glaube, das war nur ein Saloon. Ja, das Ausrufezeichen ist weg. Also ist wohl alles gut. Den Rest können wir wirklich dann spenden. Sollen wir bei Nacht und Nebel losreiten? Wo ist denn unser Lager? Wer ist das? John Marston, Schafe und Ziegen. John hat dir gesagt, dass er versucht hat, in Valentine eine Verdienstmöglichkeit zu finden. Schafe und Ziegen, das hört sich gut an. Erstmal zum Lager ein bisschen was spenden. Na, das muss aber auch nicht unbedingt sein. Das können wir auch nachher noch machen. Ja. Also auf nach Valentine. Nicht schlimm. Es regnet etwas. Unser Auto kennt den Weg. Und dann können wir in der nächsten Folge los. Diese Folge ist aber vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare. Und für eure Likes. Vielen Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.